Hi, heute in dem Video möchte ich euch den Vergleich zu dem Dodge Durango von einem Kumpel zeigen. Er fährt einen 5,9 Liter Benziner mit 245 zu 250 PS im Vergleich zu meinem 408 PS Diesel 6,7 Liter. Die Daten habe ich dann auch nochmal mit dem Leergewicht von ihm, habe ich auch noch mit ins Video reingeschrieben. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So. Bevor uns das letzte Tageslicht heute noch verlässt, weil wir gerade Winter haben, habe ich jetzt meinen Kumpel Philipp im Schlepptau, der mit seinem Dodge Durango gegen mich ein Drag Race machen will. Wir wollten das mal machen, um einfach mal zu veranschaulichen, wie sich das so verhält, die Fahrzeuge zueinander. Er hat jetzt den großen 5,9 Liter V8 drin, PS, und so werde ich mal nachschlagen, wie viel er genau hat, Newtonmeter und sowas. Das ist, glaube ich, um die 2,2 Tonnen. Ich werde ihn gleich mal ausquetschen, was er so dazu noch so weiß. Ich hoffe, wir schaffen es noch vor Sonnenuntergang dahin, wo wir zu unserer Teststrecke, wo wir das dann halt machen wollen. Und ich weiß noch nicht, wo wir es filmen. Ob wir es von außerhalb meines Forts filmen? Ja, wahrscheinlich. Weil wir haben es letzten Mal so mal nebenbei immer mal kurz so drauf gedreht nebeneinander, nicht so richtig vergleichbar. War das total unterschiedlich. Mal hat er gewonnen, mal ich. Wir hatten das Gefühl, dass bei höheren Geschwindigkeiten der Ford besser geht. Wird ein ziemlich cooler Vergleich, denke ich. Er ist hat die stärkste Motorisierung für das Fahrzeug, was es so gab damals, und ich halt für meinen jetzt auch. Das sind halt völlig unterschiedliche Welten. Der Benziner springt schon viel schneller an. Interessant bei der Sache ist, dass er 150 PS weniger hat. Wahrscheinlich die Hälfte an Newtonmetern, und das trotzdem so ein krasser Unterschied ist. Das liegt aber auch am hohen Fahrzeug, am Eigengewicht der Fahrzeuge, dass ich halt auch das Doppelte wiege. Fast. Also ich wiege, glaube ich, bestimmt 1,5 Tonnen mehr. Wissen wir gleich alles, wenn ich ihn gefragt habe. Also die besten Gegebenheiten haben wir jetzt nicht für unser Drag Race. Wir haben nur noch das Rechtslicht. Das sind 1 Grad Außentemperatur. Die Straße geht minimal bergauf und eine leichte Linkskurve. Übrigens, er hat einen permanenten Allrad, der sich so zuschaltet, wie er muss, und sperrt, wie er muss. Ich werde im 4 High anfangen. Die Flagge mache ich auch ab. Dazu kommt noch eine Toolbox hinten drauf, die rumfliegt, und einen Schrank. Aber es dürfte den Wagen nur minimal interessieren von der Zeit. So leicht auf Touren drehen, so geht bei mir nicht, da will er gleich, da ist er so gleich dabei. Dann pump ich in den Mantler rein, ja. Zeigt dir 3, 2, 1 los, und dann gut, sind wir ungefähr auf einer Linie. Ist aufgrund des viel geringeren Gewichts, das Dodge Durango ist eher im Vorteil, gerade in den ersten 100 Metern, sag ich jetzt mal. Man sieht ja richtig, wie er hinten eintaucht, vorne ausfedert. Ich finde, das sieht übrigens super cool aus, und dann so einen richtigen Satz nach vorne macht, während der Ford noch eine Weile braucht. Ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass der Ford Abgas produzieren muss, was er in seinen Turbolader reinpumpt, was halt auch erstmal noch ein bisschen Zeit braucht. Aber dann bei höheren Geschwindigkeiten sieht man dann halt schon,
dass ein Leistungsunterschied zwischen den zwei Fahrzeugen existiert. Den gleichen Test werden wir auch nochmal machen, wenn mein Ford sein erstes größeres Umbauprojekt hinter sich hat, was ich immer schon mal so ein bisschen andeute. Zu dem Umbau selber werde ich ein extra Video machen, wo ich darauf eingehe, was gemacht wird. Ich kann euch nur sagen, er wird mehr Leistung haben. Ich strebe so im Bereich 130, 150 PS mehr Leistung an. Bei den Newtonmetern habe ich noch keine Zahlen, wie viel das ausmachen wird. Es ist in den Staaten so der standardmäßige Umbau, den man mit solchen Fahrzeugen macht. Und das war auch der ursprüngliche Grund, weshalb ich überhaupt zum Diesel gekommen bin und weshalb ich den so toll finde. Man wird dadurch viel mehr Sound haben, er wird viel spritziger fahren und er wird deutlich schneller sein, hoffe ich. Genau, dazu ein extra Video. Ich hoffe, unser kleiner Vergleich hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal.